Okay. Was geht, Freunde? Willkommen zum 18. Part von Road to Triple X. Und jetzt seht ihr ein 16 zu 10 auf verlorene Stadt. Und ich bin Level 77 gekommen. Und heute ist noch der DJ CMX13, aka Sven, dabei. Was geht? Ja, hallo. Und wir machen jetzt ein Uncharted 2 Quiz. Beziehungsweise, Ja, startet. ja, stimmt, Uncharted Quiz, also Uncharted 1 bis 3. Und das ist eine ganz einfache Sache. Jeder stellt dem anderen 5 Fragen zu Uncharted. Und wer eine Frage richtig beantwortet, der kriegt einen Punkt. Und wer die meisten Punkte hat am Ende, der gewinnt. Und ich würde mal sagen, du kannst anfangen. Okay. Also erstens, nenne mir 6 Rückstöße im Multiplayer von Uncharted 3. 6 Stück, egal welche. Ja, egal welche. Nur für Geld. Präzisionsgewehr. Unheimliche Kriecher. Warte, das sind drei, ne? Ja, sind drei. warte. Oh, fuck, Mann. Ja, sofort Kabum. Ja. Kabum. Ja, war richtig, ne? Big Boom, Potsdamung. Moloch. Ja, fehlt noch. Speedy G. Ja, okay, was? Ja, 1-0. Übrigens, ihr seht, meinen Punktestand immer unten links und seinen unten rechts und in der Mitte unten seht ihr immer die Antworten. Jo, okay, meine erste Frage, ne? Scheiße. Von welchem Uncharted-Teil stammt die Map-Anlage? Also, wo hat die Map ihren Ursprung? Wo konnte man Part die. 1. Oh, fuck, man. Und wo Der da? Anfang von der Story, Kapitel. Das ist sogar falsch. Also, Scheiße. Uncharted 1 ist richtig, aber das war erst ganz am Ende. Ja, okay, stimmt auch wieder mit hier, wo Ellen entführt wurde. Okay, dann steht's 1 zu 1, ne? Dann deine zweite Frage. Wie viele Aufsätze hat die G-Mall in Uncharted 3? Ach du Scheiße. Nenne sie auch. Da muss ich mal kurz googeln. Aha. Spaß, Mann. Alter, das ist voll schwer. Ich soll die benennen? Ja, du kannst die aufzählen. Okay, warte, ich zähle die mal auf. Sag dann direkt, wenn es falsch ist, okay? Also Nachladegeschwindigkeit, Ja. Ja. Blindfire-Genauigkeit oder wie das heißt. Präzision, Ja. Magazinerweiterung, Munitionskapazität. Ja. Gibt's da noch was? Ja. Echt? Ja. Oh fuck, Alter. Hä, willst du mich verarschen oder was? Als ob es da noch was gibt, Mann. Warte, Nachladegeschwindigkeit. Blindfire, Präzision, Munitionskapazität, Magazinskapazität. Hä, da gibt's doch nichts mehr. Ach genau, Callout, Callout. Ja, zweiter Punkt. Okay, meine zweite Frage. Wie viel zusätzliches Geld kriegt man bei dem Negativbooster kleinere Taschen? Das ist, Alter. ich will die Prozentzahl wissen. Die Schöne Beschreibung Frage. von dem Booster ist, sie spawnen mit deutlich weniger Munition. Und das ist einfach weniger Magazin. Ich weiß schon. Also Prozentzahl. wie Kann die, gibt's auch so, also zum Beispiel 5% unter und hoch in so einem Zeitraum oder muss genau gleich? Ja, ich sag mal so, die richtige Antwort ist entweder 100, 150, 200 oder 250 oder 300. Irgendwie Warte so. mal, also du hast weniger Munition. Das ist Im Magazin halt. bei Booster 2, glaube ich. Ja, weiß ich schon. Jo. 150. Falsch, 100. Also doppelt so viel. Man kriegt 100% zusätzliches Geld. Okay, Okay, also nur weil ich einen 2-1 für Booster mich, hab, ne? Alter. Ja, klar, so den, Mann. Kriegt man automatisch, muss man nicht mal kaufen. So, deine dritte Frage schon, ne? Gib mir 6 Unterschiede zwischen Uncharted 2 und 3. Ja, das ist eine gute Frage. Also was es in Uncharted 2 und 3 gab, aber was geändert wurde, ne? Ja, einfach die Unterschiede. Also Granaten zurückschmeißen. Ja. 6 Unterschiede. Ja, gibt's 6. Hä, kann ich jetzt auch sagen, dass zum Beispiel auf Eishöhle kein Schnee mehr ist? Nein. Aber wieso nicht? Das ist auch ein Unterschied. Ne, warte. Nicht direkt Eishöhle, aber du hast es angesprochen. Okay, dann sagen wir so, die Maps, manche Maps Ja, wurden vom Aussehen Design einer her Map. verändert. Ja, genau, hast du Okay, jetzt habe 2-1. ich schon zwei Granaten. Ja, wenn ich jetzt sage Granatenradius, das zählt nicht. Ich sage einfach, Granaten wurden verändert, ne? Ja, hast du schon gesagt, Ja, Granaten. deswegen. Ja, es gibt Prestiges. So, das wurde neu gemacht. Ja. Ja, es gibt neue Spielmodis. Wo? Es ist ja nicht so wo, großer Unterschied, wo man sagen kann, Na, okay. wow. Dann gibt es Medaillenrückstöße auf jeden Fall. Das zählt. Oh.
3, ne, hab ich jetzt. Ja, 3. Oh, fuck, ey. Was hat sich verändert? Was hat sich verändert? Oh, fuck, man, das ist richtig schwer. Willst du mir einen Tipp geben? Nein. Oh, fuck, man. Also, ich werde jetzt hier nicht 10 Minuten noch überlegen, ne? Gib mir noch eine Minute, Mann. Ja. Warte, ich habe gesagt Granaten, Maps und Medaillen Granaten, Maps durchstoßen, und ne? Medaillen. Und Prestige. Hey, dann habe ich ja schon 4. Ja, und brauchst noch zwei. Oh, komm, 2, Junge, Mann, das schaffe ich doch. Nein. Hey, kann ich auch so mit dem HUD sagen, dass die Nein, bin ich Killanzeige oben rausgeflogen. ist? Nein, Mann, das ist doch. Die Killanzeige ist ja auch in U3, das ist ja. Oh, das ist voll schwärmen, da will ich mal wissen, was du dir noch aufgeschrieben hast, Mann. Soll ich sagen? Nee, warte. Ja, dann sagen wir so, man kriegt noch einen Charakter, wenn man Platin hat. Das ist auch eine Veränderung, oder? Nein. Ah, nee, das hat's ja gar nicht verändert, das wurde ja weggemacht. Fuck. Ja, komm, dann sag man, das dauert sonst zu lang. Also, Maps aussehen, Granaten zurückwerfen, Prestige. Was hast du noch gesagt? Rückstoß, Rückstoß. Rückstoß, keine Aufsätze. Also nur zwei gibt es ja keine Aufsätze, aber nur drei. Ach, keine Klassen, stimmt. Und kein Sprinten. Oh mein Gott, bin ich dumm, Alter. Oh, okay, das hätte man auf jeden Fall drauf kommen können. Ja. Okay, meine dritte Frage. Wie lange hält der Medaillenrückstoß Störung in Sekunden? Warte. Hier. Störung. Zwischen 30 und 40. Sag eine Zahl. 30. Falsch. 25 Sekunden. Ist aber auch gemein, Alter. Okay, deine vierte Frage. Also steht jetzt 3 Okay. zu 2. 3 zu 1, ne? Also bei der Nee, Frage warte hast du mal. eine. Warte mal, das ist die vierte Frage. Steht 2-1 noch, ne? Stimmt. 2-1-4. Also bei der Frage hast du eine Kriterium von minus 5000. Also du darfst von dem. Also in minus bis maximal 5000 sein. Also von der eigentlichen Zahl kannst du jetzt 5000 oder 5000 drüber. Das ist ein Radius, da lasse ich Augen. Was, 5000 oder was? 5000 darfst du unter der sein oder drüber. Ja, okay, dann hau Von der raus. eigentlichen Antwort. Also, wie viele Aufrufe hat die Sniper-Montage von OMG? 46.500. Nein. 11.150. Was? Hä, was haben die nicht mehrere? Welche dann? Nein, Welche Montage, Junge? Ja, die welche offizielle offizielle? Sniper-Montage von denen. Ja, von welchem Spiel überhaupt? Ja, von Uncharted. Von Ja, die was denn haben. sonst? Ja, die haben aber mehrere Uncharted 2 und Ja, Uncharted es 3. geht doch um von uns. Ja, die offizielle, die, wenn du auf ihren Ding gehst. Auf ihren Kanal. Ja, okay. 611.115. Okay, dann meine Frage. 111.000? Ja. Ach so, ich dachte 11.000, deswegen. Nein. Ach so, so meinst du. Ja, okay. Vierte Frage von mir. Auf welcher Map befindet sich ein Kran in Uncharted 3? Hochhaus. Oh, okay. 2-2 steht's, ne? Ja. Okay, Okay. deine letzte Frage. Müssen Okay, wir die etwas schneller Frage ist machen. mies. Nenne mir die drei King of Hill Spawns in Oase. Alter. Auf Oase, wer spielt Oase, Junge? Du willst mich verarschen, hä? Deswegen hier. Also einmal bei dem Truck in der Mitte. Ja, bei der Mac. Nee, nicht bei der Mac, ich meine bei dem Auto Doch. dahinter, bei Ja, dem da Spawn. ist die Mac. Hä? In der Mitte ist die Mac. Ja, ist da auch ein Hügel oder was? Ja, die Oder mittlere hast du mir Mac. das jetzt verraten? Aber auf jeden Du Fall. hast doch Mitte gesagt. Also, Nein, ich meine aber Mitte bei ist dem Truck, da Mitte. ist auch noch ein Hügel, oder? Nein, es gibt nur Mitte. Okay, Und dann dann habe noch. ich den schon mal richtig. Boah, Junge. Alter. Dann noch bei. Boah, fuck, Alter. Mann, Junge, wo ist denn da noch einer? Wie soll ich das überhaupt beschreiben, Junge? Ja. Im Schurken-Spawn ist nur einer und im Helden-Spawn. Ja, aber wo? Ja, im Spawn. Nein. Ja, Junge, was soll ich machen, Mann? Ja, konkret, ich kann auch sagen, ja, Helden spawnen, Schurken spawnen. Ja, ich habe aber keine Ahnung, wo die sind. Echt nicht, sag Ja, einfach. und? Ja, Ja, sag einfach. beim Helden spawnen links und beim Schurken spawnen rechts. Okay, ich weiß nicht mal, wo die Schurken und Helden-Spawns sind. Deswegen einfach mal nächste Frage. Okay, wie viel steht's? 2-2? 2-2. Oh mein Gott, Alter. Ich will Alles nicht verlieren. entscheidende. Okay, von letzte Frage von mir. Am Ende vom Uncharted 2 Singleplayer liegt Elena im Sterben und aber überlebt es.
Anschließend fragt sie Nathan Drake, wie viel Angst er um sie hat, auf einer Skala von 1 bis 10. Ja. Ne, das war aber nicht die Frage, du Trottel. Ah. Ja, ich wusste es, Junge. Warte, Nathan Drake antwortete mit einer 4. Elena wunderte sich und fragt ihn, was denn bei ihm eine 10 ist. Was klar. Antwortet Drake? Nein, Mann, Junge, das ist richtig, Mann. Ja. Willst mich verarschen, Mann? Du weißt doch, ich habe erst die Woche Platin gemacht, also weiß ich's ja. Er fragt mich so nach Hills, Alter. Oh, ich hab gewonnen. Na okay, hast du 3-2 gewonnen? Die Frage ja, mit den Hills war... Gut. Ja, aber wer spielt denn schon Oase TO, Alter? Ich. Na okay, Gameplay ist schon längst vorbei. Jetzt gleich kommen noch ein paar Clips und ich würde mal sagen, so ein Quiz kann man mal öfter machen. Willst du noch was sagen? Ich danke für die Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Jo, haut rein.